Das ist es also, das Sony Xperia Z1 Compact. Es ist, wie der Name schon sagte, ein kompaktes Smartphone, das abgeleitet wurde von Sonys Flaggschiff-Phone. Momentan Flaggschiff-Phone, muss man ja sagen, denn bald steht ja eine Neuerung an in der Z1-Serie oder besser gesagt in der Z-Serie von Sony Mobile. Das Sony Z2 steht in der Pipeline und das Z1, um das Z1 abzulösen. Das Kompakt wird noch nicht abgelöst, das wurde erst gerade vor kurzem vorgestellt. Hier oben findet ihr natürlich dann auch den Link zu dem YouTube-Video, wie Amir es damals eben halt auch auf der Parallelveranstaltung zur MWC in München von Sony ein kleines Hands-on gezeigt hat. Und hier auch gleich das Unboxing-Video zum Sony Xperia Z1 Compact, das ich ja damals gemacht habe. Gleichzeitig auch schon wieder hier oben noch ein weiteres Video zum Sony Xperia Z1. Und das ist nämlich das kleine Unterwasser-Video. Das könnt ihr euch alles anschauen, wenn ihr bei meinem Kanal bleibt. Und jetzt erstmal zu meinem kleinen Testfazit zu dem Sony Xperia Compact Z1 Compact. Es ist sehr viel handlicher als zum Beispiel, ich zeige euch mal das hier, und das ist nicht das Samsung Galaxy S5. Ich mache das mal kurz an und dann sieht man auch schon gleich einen kleinen Display-Vergleich. Und zwar, wenn man das so nebeneinander hält, so, jetzt sind beide mal im Bild, dann fällt einem schon auf, dass das Display wesentlich kleiner ist. Das ist auch, sagen wir mal, ein Vorteil, wie auch ein, in Anführungsstrichen, das ist wirklich jetzt Meckern auf extrem hohem Niveau, in Anführungsstrichen, der Nachteil, dass nämlich die größeren Smartphones wie das hier ein Full-HD-Display haben und das Sony Xperia Z1 Compact nur ein 27p HD-Display haben. Fällt jetzt in der Größe 4,3 Zoll Größe eigentlich nicht so stark ins Gewicht. Ich sage euch auch warum. Das Display ist scharf, von den Farben her knackig, nicht übertrieben, so wie es einige AMOLED-Displays nun mal aus meiner Sicht eben halt haben. Das hier ist knackig scharf und sehr farbtreu und auch blickwinkelstabil. Und ich vermisse eigentlich kaum das Full-HD-Erlebnis. Ehrlich gesagt vermisse ich das gar nicht. Die Pixeldichte ist hier sehr, sehr gut. Es liegt bei ungefähr 340, 342 ppi, das heißt Pixel per Inch, und ist damit eben halt hochauflösend genug, um dann eben halt wirklich alles eben halt scharf zu sehen. Wir können ja mal kurz auf eine Webseite drauf gehen. Ich gehe mal kurz bei mir auf die Webseite und nicht Neinwerk TV. Tippen sollte man natürlich auch können. So, nein. Und dann gehen wir mal in einen Text hinein. Und das ist extrem knackig. Ja, auch in einer hohen Zoom-Stufe fallen einem nicht die Nachteile eines HD-Displays eben halt auf. So, wenn ich jetzt mal hier ranzoome. So, Moment. Das ist noch ein Bild, das ist auch ein Bild. Machen wir es mal so. Dann seht ihr hier auch schon, alles wird sehr, sehr scharf dargestellt. Kaum Treppchenbildung und so weiter und so fort. Also 27p Display-Auflösung bei einem Smartphone mit 4,3 Zoll Display-Diagonale fällt gar nicht so sehr ins Gewicht. Das Schöne an dem Sony Xperia Z1 Compact ist, dass es anders als die Mini-Varianten, zum Beispiel vom Samsung Galaxy S4 Mini, mit High-End-Internas ausgestattet wurde. Man hatte eigentlich mehr oder weniger das Z1 in groß geschrumpft und ein Kompakt dran geklatscht mit einem 27p-Display dran und mit einem kleineren Akku natürlich, das hier 2300 mAh hat. Aber ansonsten hat man eigentlich keine Kompromisse gemacht. Hardware-seitig,
Die Spezifikation könnt ihr euch jetzt eben halt genauer durchlesen. Das ist ein Quad-Core Snapdragon 800 Prozessor mit 2,2 GHz Taktpunkt, 2 GB Arbeitsspeicher, 16 GB internem Speicher mit einem MicroSD erweiterbar. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, ein Adreno-Grafikprozessor ist auch noch drin. Welche Nummer, da seht ihr auch hier da drin. Und ja, ansonsten hat man eigentlich nichts zu meckern. NFC, Bluetooth, WLAN und so weiter und so fort, alles vorhanden. Und als Bonbon noch drauf, wie man es von Sony mittlerweile gewohnt ist bei der Z-Serie, ist es auch noch IP55 und 58 wasserseitig zertifiziert und staubseitig auch noch IP55. Das bedeutet nichts anderes, als dass dieses Smartphone wasser- und staubdicht sind, Wasser mit einer geringeren Strahlstärke, also ihr dürft dann nicht mit dem Kercher rangehen, aber unterm Wasserhahn oder unter der Dusche ist es wasserdicht und ihr könnt damit weiter telefonieren. Wenn ein stärkerer Regenfall kommt, müsst ihr es eben halt nicht schützen, zum Beispiel unter der Kapuze versuchen zu telefonieren. Ihr könnt auch damit einfach im strömenden Regen damit telefonieren, ganz einfach. Tauchtiefe, wenn man es Tauchtiefe nennen darf, ist es bis zu 1,5 Meter dicht, bis zu 30 Minuten. Ist sehr schön. Ich kenne mittlerweile sehr viele Leute, die dann eigentlich in der Badewanne liegen und dann mal gerne mal ein YouTube-Videochen seht. Ihr seid das doch garantiert auch. Vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, wenn Ami und ich den Podcast Porn eben halt auf die Seite stellen, dann kann man das mittlerweile dann auch schön ohne Gefahr mit einem Sony Xperia Z1 Kompakt auch in der Badewanne tun. Falls es runterfällt, falls es ins Wasser fällt, ist es immer noch funktionstüchtig. Daumen nach oben, Sony Mobile. Was gibt es sonst noch zu sagen? Akkuseitig, ja, 2300 mAh reicht eigentlich für jeden aus, der mal einen ganzen Tag damit durch die Gegend ziehen möchte. Kommt natürlich schwer darauf an, was ihr dann alles aktiviert habt, wie euer Nutzungsverhalten ist. Telefoniert ihr nur viel oder seid ihr mehr oder weniger der Mensch, der viel Daten-Traffic nutzt, plus Apps daddelt, Videos schaut, dann könnte es sein, dass es vielleicht ein bisschen knapp ist. Aber mittlerweile gibt es auch externe Akkus, die man dann einfach mit sich herumschleppt und dann eben halt dort sein Akku auflädt. Ich als Autofahrer hänge das dann natürlich auch an meinen Zigarettenanzünder-Netzteil dran und ist dann auch aufgeladen. Ich denke mal, ein Akku müsste mittlerweile, ja, in der Größe zwar vorhanden sein, aber es ist nicht mehr so ausschlaggebend, da es eben halt viele, viele Sachen gibt, die man als portable Energiequelle nutzen kann. Was es sonst noch dazu gibt, designseitig ist es eindeutig ein Sony-Gerät. Aluminium-Exoskelett, Glasfront. Es wirkt hier wie Glas, ist aber Plastik. Und natürlich die Kamera. 20 Megapixel Auflösung. Knapp etwas über 20, 20,7 waren das, glaube ich. Natürlich mit dem Exmo-Chip von Sony darin verbaut. Und ich würde sagen, dadurch, dass es eben halt hier auch noch einen dedizierten Kameraknopf hat, ist es viel, viel besser zu bedienen, wie vergleichsweise andere Smartphones. Ja, dort drückt man ja entweder auf den kleinen Button, der hier dann auf dem Display dann dargestellt wurde, oder versucht das über die Lautstärke-Wippe dann eben halt, sag ich mal, auszulösen. Das ist ganz schön, dass Sony daran gedacht hatte, hier einen separaten Kamera-Auslöseknopf eben halt mit zu integrieren. NFC, Bluetooth, alles da vorhanden. Softwareseitig ist momentan Android 4.3 werkseitig vorinstalliert und wird auch so ausgeliefert. Es soll aber auch sehr schnell in Zukunft dann das Update auf 4.4 dann eben halt kommen, auf KitKat. Ja, dann ist man sicherlich auch noch gespannt, ob der vielleicht noch ein bisschen performanter wird oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr Saft aus dem Akkulaufzeit herausquetschen kann. Ja, aber das sind dann so wahrscheinlich so marginale Steigerungen vorhanden. Es werden marginale Steigerungen noch kommen, leistungsseitig und auch von der Akku
Leistung her. Wenn KitKat dann kommt. Ansonsten hat Sony hier auch noch ein paar Anpassungen gemacht, wie zum Beispiel, dass man in den App Drawer, wenn man von links nach rechts schiebt, hier eine kleine, ja, sage ich mal, ja, Apps-Anzeige-Einstellungsgeschichte bekommt, sodass man das, die Sortierung einfach dann so gestalten kann. Natürlich sind da auch Shortcuts dann abgelegt worden und die ganzen Icons designseitig sind auch nochmal integriert worden. Was mir vorhin noch aufgefallen ist, ist eben halt das beim Display hier. Man kann hier auch schön den Weißabgleich des Displays nochmal selber justieren. Das geht auch noch. Das sind eben halt die kleinen Bonbons, die dann jeder Hersteller je nach Gusto hinzufügt. Basis ist immer noch ein Android 4.3 und das soll eigentlich auch genug sein, um halt die Leistung herauszuholen, die die Hardware verspricht. Preislich gesehen 499 UVP. Es ist sicherlich straßenpreisseitig mittlerweile schon darunter und farbseitig, also sprich, diese Farbe hier müsst ihr nicht unbedingt nehmen. Ich kam mir ein bisschen doof vor, als ich dann damit über den Kudamm gelaufen bin, mit einem pinken Smartphone. Wenn ihr, sag ich mal, ein bisschen Testosteron gesteuert seid, dann könnt ihr natürlich auch zu einem schwarzen greifen. Wenn ihr es ein bisschen schicker mögt, dann in weiß. Oder wenn ihr sagt, ne, pink ist mir, ist zwar auffällig genug, aber vielleicht nicht männlich genug, dann könnt ihr natürlich auch zum Lime greifen. Ja? Für die weibliche Zielpublikum ist natürlich pink. Meine Frau hat gesagt, toll, tolle Farbe, pink. Das ist schon mal ganz schön. Naja, und ansonsten kameraseitig, hatte ich ja schon gesagt, vorne ist noch eine 2-Megapixel-Kamera. Dort. Und ansonsten alles tipptopp. Verarbeitung top, Akkuleistung sehr gut, Leistung sehr gut und man kann damit nicht meckern. Ich, meines Erachtens nach, kann ich es euch nur empfehlen, wer keinen großen Klopper haben will, wie ein Samsung Galaxy S5 oder ein LG G Flex oder eben halt noch ein größeres Telefon haben möchte, nicht haben möchte, der greift zu dem hier. Das ist eigentlich, wenn man das so sagen darf, die Sony-Variante eines iPhone 5S. Gut in einer Hand zu bedienen und absolut top von der Hardware. Alle weiteren Informationen findet ihr in meinem Testbericht auf gadgetmagazin.de. Und wenn ihr mir noch einen kleinen Gefallen tun wollt, wenn, das ist alles natürlich eure freie Entscheidung, dann liked das Video, verteilt es noch gerne in eurer Freundeskreisen über die sozialen Netzwerke wie Facebook, Google+, Twitter und so weiter und so fort. Und pipapo, tralalala, ihr kennt das ja alle mittlerweile. Ja, und dann werden sicherlich noch weitere Videos diese Woche folgen. Plus nächste Woche irgendwann, das würde dann nach dem Formel 1, nach dem ersten Formel 1 Rennen sein. Da werden Amir und ich nochmal mich zusammensetzen und einen Podcast ohne richtigen Namen drehen, der einfach kurz abgekürzt Porn heißt. Und seid also gespannt, bleibt dran, abonniert diesen Kanal. Wir sehen uns bald wieder. Mein Name ist Schulenquock. Bis bald.